Also wir sind hier im Eisacktal, genau in Philanders, und produzieren eben auf 650 Meter ungefähr, vor allem Weißwein und eben Naturwein. Der Hannes und ich waren gleichzeitig im Ausland, er in Stuttgart, ich in Wien. Und wir waren beide in der Weinbranche, er hat Önologie studiert, ich im internationalen Weinmarketing. Und uns hat natürlicher Wein, Naturwein gefesselt. Wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir den heimischen Betrieb übernehmen möchten und das weiterführen möchten. Aber weg von den reinen Qualitätsgedanken und hin zum nächsten Schritt. Wie kann ich wieder mehr mit der Natur zusammenarbeiten? Wie kann ich wieder der Natur mehr Respekt gegenüberbringen? Dass dem mir dann auch Trauben schenkt, die was ich dann natürlich im Keller weiterverarbeiten kann. Ohne jeglichen Zusatz, ohne irgendeinen Schnickschnack, einfach gleich puristischen Wein. Wir sind hier jetzt in unserer Neuanlage, und zwar in unserer Branner Neuanlage. Das ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte. Da schaut es jetzt alles ein bisschen wild aus im Hintergrund, aber keine Angst, das gehört so. Und zwar haben wir hier eine Gründüngung gemacht mit vielen unterschiedlichen Pflanzenarten zwischen Buchweizen, Gerste, alles ist mit dabei, um Stickstoff zu binden und das dann auch wieder der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Ja, Boden ist ja unser wichtigstes Gut, und dass der Saal gesund bleibt, ist uns logisch sehr, liegt uns am Herzen. Also ich glaube, unsere Weine zeichnen sich vor allem für eine knackige Säure aus, recht stornig, intensiv und vor allem auch langlebig und lebendig. Also wir bauen jetzt vor allem unsere Weißweine auch in Holzfässer aus, weil es ist irgendwo atmungsaktiv, der Wein ist nicht komplett eingeschlossen und so kann er sich halt besser entwickeln, besser entfalten und sollte dann auch später für die Reifung gut geeignet sein. Abseits jetzt vom Weinanbau versuchen wir wieder mehr Diversität reinzubringen. Wir haben einen ganz großen Fokus auch auf die Schnapsherstellung, das war vom Papa. Wir machen das Sauerkraut selber. Beim Türkelen haben wir ganz einen klaren Fokus auch auf vegetarische Speisen. Und einfach dieses Verständnis auch wieder Menschen, die wir uns besuchen, dieses Verständnis weiterzugeben, was alles auch die Vielfalt ist in der Produktion, wenn du sagst, von Wein, was man alles draus machen kann. Nicht nur Wein, sondern auch vielleicht Essig oder ein Drehstandbrand. Ja, für uns war der Generationswechsel sehr schwierig hier am Hof, aber das ist etwas Natürliches, glauben wir. Wir wollen es sogar machen, wir können gemeinsam das machen, nicht? Das gerne gemeinsam. Du musst einen Weg. Jetzt sind wir vielleicht gar überrascht, dass das gut gekommen ist, dass sie das in den Weg gehen und sehen, ob das vielleicht die Zukunft ist. Wir waren vielleicht die Pummer, wir waren die, die vielleicht haben das Motto mehr, mehr, mehr. Und sehen jetzt langsam hin, dass es auf andere Art auch geht, nicht? Dass es vielleicht sogar besser ist. Nicht? Mit einer guten Kommunikation, mit einer offenen Kommunikation haben wir das geschafft. Die Oma ist jetzt bald 93 und hat natürlich schon den ganzen Hof durchlebt in all ihren Phasen. Sie hilft dann nach wie vor beim Durchgelände, pitcht die Schlutzer oder triebelt ein bisschen die Platteln aus für die Platteln mit Sauerkraut. Unsere Vision ist definitiv, dass wir jetzt einen Weinanbau betreiben, der was zukunftsweisend ist. Wir haben keine Spritzmittel mehr, die notwendig sein. Wir haben keine Bodenverdichtung. Und unsere Vision ist auf jeden Fall, dass wir hier uns auch noch mehr als Mensch zurücknehmen und der Natur wieder mehr Spielraum geben. Dass die sich die ganze unsere 3 Hektar wieder langsam Schritt für Schritt zurückerobert und wir ins Schritt für Schritt immer mehr zurücknehmen und ihr da mehr Respekt geben.